Hey, willkommen zu einem neuen Video. Area 51 ist ein geheimnisvoller Ort in dieser riesigen Wüste von Nevada, nördlich von Las Vegas in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um eine hochgeheime Militäreinrichtung, deren Zweck es war, fortschrittliche Flugzeuge und Technologien zu testen. In der Umgebung der Area 51 wurden jedoch auch regelmäßig unerklärliche Ereignisse und Sichtungen außerirdischer Aktivitäten gemeldet. Heute werden wir euch 20 davon vorstellen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Rachel, Nevada ist eine kleine Stadt in der Wüste nahe der Grenzen von Area 51. Im Laufe der Jahre ist die Stadt zu einem beliebten Ziel für verschiedene UFO-Sichtungen geworden. Einer der bekanntesten Vorfälle ereignete sich 1996, als Zeugen berichteten, dass Militärpersonal ein seltsames Objekt geborgen hatte. In der Nähe dieser Stadt verläuft die Route 375, die auch als Extraterrestrial Highway bekannt ist. Dieser Highway führt durch das Gebiet und Zeugen behaupten, hier UFOs und andere paranormale Phänomene gesehen zu haben. Eine weitere beliebte Attraktion in der Gegend ist das Alien Research Center, ein Geschenkeladen und Museum mit einer Sammlung von UFO-bezogenen Artefakten und Souvenirs. Dieses Gebiet ist zu einem Drehkreuz für viele Menschen geworden, die die umliegende Wüste erkunden und einen Blick auf außerirdische Aktivitäten erhaschen möchten. Nummer 19. Im folgenden Video sehen wir den Fahrer eines weißen, unauffälligen Autos, der dabei erwischt wird, wie er Briefkästen außerhalb der Area 51 durchsucht. Ihr fragt euch vielleicht, warum Area 51 überhaupt einen Briefkasten hat. Seit dieser Entdeckung ist es ein Rätsel, welche Art von Post in diese Briefkästen gelangt. Gerüchten zufolge werden die schwarzen Briefkästen vom US-Militär für die Lagerung und den Transport von Ausrüstung und Vorräten an abgelegenen Orten verwendet. Die Kästen sind schwarz und oft mit einem weißen USAF-Logo versehen, das für United States Air Force steht. Sie sind so konzipiert, dass sie mit ihrer Umgebung verschmelzen und werden oft in abgelegenen Gebieten versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Im Zusammenhang mit der Area 51 werden schwarze Briefkästen mit Verschwörungstheorien und Spekulationen über die geheimen Aktivitäten der Basis in Verbindung gebracht. Einige Leute glauben, dass die Briefkästen zum Transport von geheimem Material oder zur Kommunikation mit außerirdischen Wesen verwendet wird. Andere glauben, dass sie für die Lagerung und den Transport von Spitzentechnologie oder anderen streng geheimen Materialien verwendet werden. Nummer 18. Tickabow Peak ist ein Berggipfel in der Wüste von Nevada, etwa 42 Kilometer nordwestlich von Area 51. Er gilt als der beste Aussichtspunkt, um die streng geheime Militärbasis Area 51 zu beobachten. Der Tickabow Peak liegt auf einer Höhe von 2730 Metern und bietet einen klaren Blick auf die Landebahn, die Hangars und andere Strukturen der Area 51. Der Zugang zum Tickabow Peak ist jedoch beschränkt und Besucher müssen eine Erlaubnis einholen, um auf den Gipfel zu wandern. Sobald sie die Erlaubnis erhalten haben, müssen sie bestimmte Richtlinien befolgen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Umwelt zu schützen. Es gibt mehrere Berichte über seltsame Sichtungen von Menschen, die auf dem Gipfel des Tickabow Peak waren. Zu diesen Berichten gehören unidentifizierte Flugobjekte, die über oder in der Nähe der Area 51 schwebten, ungewöhnliche Flugzeuge mit seltsamen Formen und Mustern, sowie helle Lichter oder Blitze, die von der Basis ausgingen. Heutzutage müssen Besucher im Voraus eine Genehmigung beantragen und auf den ausgewiesenen Wegen bleiben, um zu verhindern, dass sie auf etwas stoßen oder etwas sehen, was sie nicht sehen sollen. Nummer 17. Google Maps ist ein weit verbreiteter digitaler Kartendienst, mit dem man virtuell um die ganze Welt reisen kann. Aber manchmal, wenn man genau hinschaut, kann man seltsame Dinge entdecken, die auf den ersten Blick unerklärlich erscheinen. Es hat einige Fälle gegeben, in denen Menschen behaupteten, Beweise für mysteriöse Objekte oder Strukturen in der Nähe der Area 51 gefunden zu haben. Zwei dieser Fälle betreffen die angebliche Entdeckung eines riesigen Roboters und eines Objektportals. Im Jahr 2016 behauptete ein Mann namens Scott C. Waring, auf Google Maps ein Bild gefunden zu haben, das einen riesigen Roboter in der Nähe der Area 51 zeigte. Das Bild schien eine etwa 15 Meter große humanoide Figur zu zeigen, neben der zwei kleinere Roboter zu stehen schienen. Das Bild verbreitete sich schnell im Internet und viele Menschen spekulierten, dass es sich um ein geheimes Militärprojekt oder sogar um außerirdische Aktivitäten handelt. In einem anderen Fall behauptete ein UFO-Enthusiast auf Google Maps ein Bild gefunden zu haben, das ein mysteriöses Objektportal in der Nähe der Area 51 zeigte. Das Bild schien eine kreisförmige Öffnung im Boden zu zeigen, die von einem Ring aus Steinen umgeben war. Die Leute glaubten, dieses Bild sei ein Beweis für einen geheimen Eingang oder ein Portal in eine andere Dimension. Nummer 16.
Area 6 ist ein abgelegener Ort innerhalb des Test- und Übungsgeländes von Nevada, das an Area 51 angrenzt. Hier werden unbemannte Flugzeuge, Drohnen und andere fortschrittliche Technologien getestet. Area 6 wurde ursprünglich in den 1950er Jahren errichtet und während des Kalten Krieges für Atomtests genutzt. In den letzten Jahren wurde das Gelände jedoch zu einem Testgelände für die neueste Drohnentechnologie umfunktioniert. Die genaue Art der in Area 6 durchgeführten Tests ist geheim. Das Gelände verfügt über eine 1500 Meter lange Start- und Landebahn sowie mehrere Hangars und Nebengebäude. Außerdem gibt es in dem Gebiet verschiedene Radaranlagen und andere Überwachungseinrichtungen. Area 6 ist zwar nicht so bekannt wie sein Nachbar Area 51, hat aber in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit in den Medien erregt. Im Jahr 2016 wurde bekannt, dass Area 6 für die Erprobung eines Prototyps des RQ-170 Sentinel-Drohne genutzt wurde, die vom US-Militär für Aufklärungs- und Überwachungsmissionen eingesetzt wird. Nummer 15. Die Tonopah Test Range ist eine streng geheime Militäreinlage in der Wüste von Nevada, nordwestlich der Area 51. Sie wurde als Testgelände für Atomwaffen eingerichtet und später für die Erprobung von Tarnkappenflugzeugen und anderen fortschrittlichen Militärtechnologien genutzt. Auf dem Gelände befinden sich ein großer Flugplatz, mehrere Hangars und Gebäude sowie ein unterirdisches Netz von Tunneln und Bunkern, die zur Lagerung und für Tests genutzt werden. Die F-117 Nighthawk, das erste einsatzfähige Tarnkappenflugzeug der Welt, wurde hier getestet. Das Gelände ist schwer bewacht und der Zugang wird streng kontrolliert. Das Gelände ist außerdem von einem großen Sicherheitsbereich umgeben und der Zutritt für Unbefugte ist verboten. Einige Leute glauben, dass dieser Ort für geheime Experimente mit außerirdischer Technologie oder anderen paranormalen Phänomenen genutzt wird. Einigen Berichten zufolge stürzte in der Nähe des Geländes ein mysteriöses Objekt ab, das anschließend von Militärangehörigen geborgen wurde. Nummer 14. Der Begriff schwarze Hubschrauber wird häufig in Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der US-Regierung und dem Militär verwendet. Einigen Gerüchten zufolge handelt es sich bei schwarzen Hubschraubern um nicht gekennzeichnete oder nicht identifizierbare Hubschrauber, die von der Regierung für verdächtige Zwecke eingesetzt werden. In Bezug auf die Area 51 vermuten einige, dass schwarze Hubschrauber vom Militär eingesetzt werden, um den Luftraum um die Basis zu überwachen und geheime Operationen in der Umgebung durchzuführen. Einige glauben, dass die Hubschrauber für den Transport von Personal und Material zur und von der Basis eingesetzt werden, während andere vermuten, dass sie zur Überwachung und Einschüchterung von Zivilisten eingesetzt werden, die die Basis von nahegelegenen Aussichtspunkten aus beobachten. Das US-Militär hat jedoch bestritten, dass schwarze Hubschrauber für geheime oder verdächtige Zwecke eingesetzt werden. Es stimmt zwar, dass das Militär verschiedene Hubschrauber in der Nähe der Area 51 einsetzt, aber diese Hubschrauber haben oft erkennbare Merkmale und werden für reguläre Trainings- und Betriebszwecke verwendet. Wem gehören also diese schwarzen Hubschrauber, die mehrfach mit der Kamera eingefangen wurden? Was denkt ihr darüber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 13. Das nächste Video zeigt eine Gruppe von Menschen, die eine Bahre mit einem außerirdischen Körper transportieren. Viele glauben, dass dies ein Beweis für die Vertuschung außerirdischen Lebens und außerirdischer Aktivitäten in Area 51 durch die Regierung ist. Der Geschichte zufolge geschah dies nach dem berühmten Roswell-Vorfall. Im Juli 1947 stürzte ein seltsames Objekt auf einer Ranch in der Nähe von Roswell, New Mexico ab. Einige Theorien besagen, dass das Militär nicht nur das Raumschiff, sondern auch die Körper mehrerer außerirdischer Wesen an Bord des Raumschiffs fand. Die Geschichte besagt, dass sie die außerirdischen Wesen zur Area 51 brachten und dort Experimente an ihnen durchführten. Nummer 12. Janet Airlines ist eine streng geheime Fluggesellschaft, die von Las Vegas aus mehrere geheime Militäreinrichtungen anfliegt, darunter auch die Area 51. Die Fluggesellschaft wird von AECOM, einem privaten Rüstungsunternehmen, betrieben und befindet sich vermutlich im Besitz der US Air Force. Der Name Janet ist angeblich ein Akronym für Just Another Non-Existent Terminal. Die Fluggesellschaft verfügt über eine Flotte von nicht gekennzeichneten Boeing 737 und 737-600, die weiß mit einem roten Streifen lackiert sind und keine sichtbaren Logos oder andere Kennzeichnungen aufweisen. Janet Airlines operiert von einem privaten Terminal am McCarran International Airport in Las Vegas aus, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Das Terminal ist von einem Zaun umgeben und wird von Sicherheitspersonal streng bewacht und der Betrieb der Fluggesellschaft ist geheimnisumwittert. Natürlich glauben einige Leute, dass die Fluggesellschaft auch für den Transport außerirdischer Technologie oder anderer geheimer Materialien genutzt wird. Im Jahr 2012 musste eine 737-Maschine der Janet Airlines auf dem Tonopah Test Range Airport notlanden. Die genaue Art des Notfalls ist nicht bekannt, aber das Flugzeug landete sicher und es wurden keine Verletzungen gemeldet.
Es bleibt jedoch ein Rätsel, was für eine Fracht an Bord des Flugzeugs war. Nummer 11. Bob Lazar ist eine umstrittene Figur, die behauptet, in einer streng geheimen Einrichtung in der Nähe der Area 51 namens S4 gearbeitet zu haben. Er behauptet, dass sich diese Einrichtung in der Nähe des Papoosie Lake befindet und durch einen geheimen Eingang an der Seite eines Berges zugänglich ist. Bob zufolge dient die Einrichtung der Erforschung und dem Reverse Engineering außerirdischer Technologie. Eine der faszinierendsten Behauptungen von Bob ist, dass er an den Antriebssystemen von 9 fliegenden Untertassen gearbeitet hat, die angeblich von der US-Regierung geborgen wurden. Er behauptet, dass diese Untertassen von einer geheimnisvollen außerirdischen Substanz namens Element 115 angetrieben wurden, die seiner Meinung nach dazu diente, eine Gravitationswelle zu erzeugen, die es den Untertassen ermöglichte, schneller als mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Bob behauptet auch, dass er während seiner Arbeit bei S4 die Körper mehrerer außerirdischer Wesen gesehen hat. Er beschreibt diese Wesen als klein, mit großen Köpfen und Augen und biologisch ähnlich wie Menschen. Unabhängig davon, ob er die Wahrheit sagt oder nicht, hat Bob seine Geschichte über seine Erlebnisse jahrzehntelang aufrechterhalten, obwohl er viel Kritik und Skepsis von Seiten der Menschen erfahren hat. Nummer 10. In den 1950er und 1960er Jahren war die Area 51 nicht als Area 51 bekannt. Zu dieser Zeit wurde es als Paradise Ranch bezeichnet. Der Name diente als Tarnung für die wahre Natur der Basis, die eine ultrageheime Testeinrichtung für fortschrittliche Militärtechnologien war. Der Name Paradise Ranch sollte den Eindruck erwecken, dass es sich um eine friedliche Basis und nicht um eine streng gesicherte und geheime Militäreinrichtung handelte. Außerdem sollte er dazu beitragen, die wahre Natur des Stützpunkts vor sowjetischen Spionagesatelliten und anderen potenziellen Geheimdienstquellen zu verbergen. Der Name Paradise Ranch wurde schließlich in den 1960er Jahren fallen gelassen, als der Stützpunkt bekannter wurde und sein wahrer Zweck auch bekannter wurde. Paradise Ranch ist übrigens nur einer von mehreren Tarnnamen, die im Laufe der Jahre für die Area 51 verwendet wurden. Die Basis war unter verschiedenen anderen Namen bekannt, darunter Dreamland, Groom Lake und Watertown. Nummer 9. Art Bell war ein beliebter Late-Night-Radiomoderator, bekannt für seine Diskussionen über paranormale und Verschwörungsthemen. Im Jahr 1997 erhielt er einen Anruf von einem Mann, der behauptete, in die Area 51 eingedrungen zu sein und dort gearbeitet zu haben. Er erzählte auch über geheime Regierungsprojekte im Zusammenhang mit außerirdischer Technologie zu wissen. Der Anrufer, der sich als Victor zu erkennen gab, behauptete, auf dem Stützpunkt als Wissenschaftler gearbeitet zu haben und an der Erforschung verschiedener fortschrittlicher Technologien beteiligt gewesen zu sein, darunter auch Anti-Schwerkraft-Antriebssysteme. Er behauptete auch, auf der Basis außerirdische Wesen gesehen zu haben und zu einer Aufräummannschaft zu gehören, die für die Beseitigung ihrer Leichen zuständig war. Der Telefonanruf wurde berühmt und löste in den Medien und unter Verschwörungstheoretikern viele Diskussionen aus. Einige glaubten, dass der Anrufer ein echter Whistleblower war, der sein Leben riskierte, um die Wahrheit über Area 51 und die Verwicklung der Regierung in die außerirdische Technologie zu enthüllen. Er beschrieb die Wesen als nicht menschlich, mit großen Augen und langen Fingern. Seltsamerweise hörte man nach dem Telefonat nichts mehr von Victor. Was glaubt ihr, was ihm zugestoßen sein könnte? Nummer 8. Wenn ihr dieses Foto zum ersten Mal seht, könnt ihr wahrscheinlich denken, dass es ein UFO in der Nähe von der Area 51 ist. Aber nein, es ist kein UFO. Es handelt sich um das Yucca Mountain Nuclear Waste Repository, ein geologisches Tiefenlager für abgebrannte Kernbrennstoffe und andere hochradioaktive Abfälle. Dieser geheimnisvolle Ort befindet sich in Nevada, nordwestlich von Las Vegas. Er befindet sich auch in der Nähe der Nevada National Security Site, einem ehemaligen Atomtestgelände in der Nähe der Area 51. Der Standort wurde aufgrund seiner abgelegenen Wüstenlage und seiner geologisch stabilen Bedingungen ausgewählt, da eine Schicht aus vulkanischem Tuffstein vermutlich eine natürliche Barriere für die Abfälle darstellt. Der Vorschlag für das Endlager war von Anfang an umstritten, da Anwohner und Umweltgruppen Bedenken wegen der möglichen Risiken der Lagerung radioaktiver Abfälle äußerten. Nach Ansicht einiger Leute birgt dieser Standort jedoch noch ein weiteres Geheimnis. Es wird vermutet, dass es geheime Tunnel oder unterirdische Anlagen gibt, die die beiden Standorte miteinander verbinden. Andere behaupten, dass das Endlager zur Lagerung von klassifiziertem Nuklearmaterial oder anderen geheimen Regierungsgegenständen verwendet werden könnte. Nummer 7. Seit Jahren gibt es Spekulationen und Gerüchte über die Existenz von unterirdischen Tunneln und Einrichtungen in und um Area 51. Einige glauben, dass der Stützpunkt ein ausgedehntes Netzwerk unterirdischer Gänge und Kammern beherbergt, die für vertrauliche Regierungsaktivitäten genutzt werden, einschließlich der Lagerung von fortschrittlichen Technologien und außerirdischen Artefakten.
Im Juni 2020 behauptete ein Twitter-Nutzer, Google-Satellitenbilder gefunden zu haben, die scheinbar Eingänge zu unterirdischen Tunneln in der Area 51 zeigten. Die Bilder zeigten eine Reihe von rechteckigen Strukturen und Bodenöffnungen in der Nähe der Landebahn des Stützpunkts. Diese Bilder verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und führten zu weit verbreiteten Spekulationen über die mögliche Nutzung und die Geheimnisse dieser Tunnel. Einige Leute vermuten, dass die Tunnel mit Gerüchten über unterirdische Einrichtungen auf dem Stützpunkt in Verbindung stehen könnten, während andere spekulieren, dass sie Teil eines geheimen Transportnetzes sein könnten. Trotz aller Aufmerksamkeit hat die US-Regierung die Existenz von unterirdischen Tunneln oder Einrichtungen in der Area 51 nie offiziell bestätigt. Nummer 6. Die Lockheed U-2 und die SR-71 Blackbird sind von Lockheed Martin entwickelte Flugzeuge, die für Aufklärungsmissionen und das Sammeln von Informationen eingesetzt werden. Die Lockheed U-2 wurde in den 1950er Jahren als Teil eines ultrageheimen Programms entwickelt, um Aufklärungsflüge in großer Höhe über der Sowjetunion durchzuführen. Die U-2 konnte in Höhen von bis zu 21 Kilometern fliegen, was es nahezu unmöglich machte, das Flugzeug zu entdecken oder abzufangen. Sie wurde während des Kalten Krieges ausgiebig eingesetzt, um Informationen über die Sowjetunion und andere strategische Ziele zu sammeln. Die SR-71 Blackbird ist ein weiteres Flugzeug, das in den 1960er Jahren als Nachfolger der U-2 entwickelt wurde. Die SR-71 konnte mit Geschwindigkeiten von bis zu Mach 3, dreifache Schallgeschwindigkeit, und in Höhen von bis zu 26.000 Metern fliegen. Und dann haben wir noch die Aurora. Die Aurora ist ein Flugzeug, von dem man annimmt, dass es der Nachfolger der SR-71 Blackbird ist. Es soll ein Aufklärungsflugzeug sein, das in großer Höhe und mit hoher Geschwindigkeit fliegen kann. Es soll in der Lage sein, Geschwindigkeiten von bis zu Mach 6, sechsfache Schallgeschwindigkeit, zu erreichen. Obwohl die US-Regierung dieses Flugzeug nie offiziell bestätigt hat, gibt es viele Gerüchte darüber. Alle drei Flugzeuge sollen in der Area 51 getestet und entwickelt worden sein. Nummer 5. Die Kamo Dudes sind eine Gruppe von Sicherheitskräften, die das Gebiet um Area 51 bewachen und verhindern sollen, dass Unbefugte die Basis betreten. Die Kamo Dudes haben ihren Namen von ihrer unverwechselbaren Tarnuniform, die es ihnen ermöglicht, mit der umgebenden Wüstenlandschaft zu verschmelzen. Sie sind bekannt für ihr hartes und einschüchterndes Auftreten und sind oft mit starken Waffen und anderer Ausrüstung ausgestattet. Die Hauptaufgabe der Kamo Dudes besteht darin, die Geheimhaltung und Sicherheit der Area 51 zu schützen. Sie patrouillieren im Umkreis und halten Unbefugte fern. Die Kamo Dudes sind zu einer Art Legende in der Area 51-Fangemeinschaft geworden und viele Menschen sind von ihrer Anwesenheit tatsächlich fasziniert. Wenn ihr euch jedoch in der Nähe von der Area 51 aufhaltet, ist es unwahrscheinlich, dass ihr ihnen direkt begegnen werdet. Aber sie werden euch aus der Ferne im Auge behalten. Es gab mehrere Fälle, in denen die Kamo Dudes Unbefugte festnehmen mussten, die in das Sperrgebiet der Area 51 eingedrungen waren. Nummer 4. Das Nevada-Dreieck ist eine Region im Südwesten der Vereinigten Staaten, die mit einer Reihe von mysteriösen Verschwinden und unerklärlichen Phänomenen in Verbindung gebracht wird. Das Nevada-Dreieck ist definiert als das Gebiet zwischen Las Vegas, Reno und Fresno, Kalifornien und umfasst einen großen Teil der Weste von Nevada und die umliegenden Bergketten. Das Phänomen des Nevada-Dreiecks ähnelt dem des Bermuda-Dreiecks, da es sich um das unerklärliche Verschwinden von Flugzeugen und andere Vorfälle in der Luftfahrt sowie um andere mysteriöse Ereignisse handelt. Das Nevada-Dreieck ist jedoch weniger bekannt als das Bermuda-Dreieck und es gibt weniger Dokumentation und Forschung zu diesem Thema. Einige der mit dem Nevada-Dreieck in Verbindung gebrachten Phänomene sind unerklärliche Flugzeugabstürze, das Verschwinden von Flugzeugen und anderen Fahrzeugen, mysteriöse Lichter und andere seltsame Wettermuster. Es gibt auch Spekulationen, dass das Gebiet geheime Militäreinrichtungen oder andere verborgene Aktivitäten beherbergt, während andere glauben, dass die Phänomene mit außerirdischen Aktivitäten zusammenhängen könnten. Nummer 3. UFOs über der Area 51 sind seit Jahren Gegenstand von Faszination und Spekulationen. Zahlreiche Berichte sowohl von Zivilisten als auch von Militärangehörigen behaupten, unidentifizierte Flugobjekte in der Nähe der streng geheimen Militärbasis gesehen zu haben. In einem Video ist ein riesiges UFO zu sehen, das den Himmel erhellt, sich zunächst zusammenfügt und dann in zwei Flugzeuge aufspaltet. Im Juni 2019 entdeckten Wanderer, die den Tickaboo Peak erklommen, Hubschrauber, Lastwagen und Flugzeuge. Sie behaupteten auch, ein UFO gesehen zu haben, das in der Nähe eines Flugzeugs schwebte und in einen Hangar eindrang. Es wurde auch einer der berühmten HH-60 Pave Hawk Hubschrauber gesichtet, die für den Schutz der Area 51 bekannt sind. Man muss jedoch nicht auf einen Berg klettern, um ein UFO über der Area 51 zu sehen. Man kann auch Luftaufnahmen machen.
Ein Passagier auf einem Flug von Kalifornien nach Texas zückte sein Handy und fotografierte schillernde Lichter in der Wüste von Nevada. Seid jedoch vorsichtig, wenn ihr euch entschließt, Area 51 zu stürmen. Sobald ihr das Warnschild übersehen habt, werdet ihr strafrechtlich verfolgt und ein Militärfahrzeug wird euch sofort finden. Im Januar 2021 fotografierte ein Pilot namens Gabe Siefman eine seltsame dreieckige Form in einem offenen Hangar. Tatsächlich machte er hunderte von Fotos und einige Leute sagen, dass die qualitativ hochwertigen Fotos zu den besten Beweisen für UFOs gehören, die je gemacht wurden. In einem anderen Video sehen wir ein ganzes Transportteam der Polizei in der Nähe der Area 51, nachdem ein UFO gesichtet wurde. Es stürzte offenbar ab und der Polizeikonvoi beeilte sich, es zum Stützpunkt zurückzubringen. Aber glücklicherweise hielt eine Person den Moment mit der Kamera fest. Nummer 2. Die M-Höhle ist ein abgelegenes und gefährliches Gebiet an der Grenze zur Area 51 in Nevada. Die Höhle ist für ihr schwieriges Terrain bekannt und war im Laufe der Jahre Schauplatz verschiedener Unfälle und tödlicher Zwischenfälle. Trotz der Gefahren hat sie abenteuerlistige Entdecker angezogen, darunter auch einen Mann namens Kenny Veach. Kenny wurde durch seine YouTube-Videos, in denen er abgelegene und verlassene Orte erkundet, im Internet berühmt. Im November 2014 veröffentlichte Kenny ein Video, in dem er seine Suche nach einer geheimnisvollen Höhle beschrieb, die er bei einer früheren Wanderung in der Nähe der Area 51 gesehen hatte. Er behauptete, dass die Höhle die Form des Buchstabens M hatte und dass er sie bei seinen vorherigen Versuchen nicht finden konnte. Kurz nachdem er das Video veröffentlicht hatte, machte sich Kenny erneut auf die Suche nach der Höhle. Er kehrte jedoch nicht zurück und sein Verschwinden führte zu einer groß angelegten Suche, an der sich lokale Behörden und Freiwillige beteiligten. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen wurde nie wieder eine Spur von Kenny gefunden und sein Schicksal bleibt unbekannt. Die Umstände seines Verschwindens haben zu zahlreichen Spekulationen geführt. Einige vermuten, dass er über etwas gestolpert sein könnte, das mit der Area 51 in Verbindung steht. Nummer 1. Der UFO-Absturz von Roswell im Jahr 1947 ist einer der bekanntesten und umstrittensten Vorfälle in der Geschichte der UFO-Sichtungen und außerirdischen Wesen. Nach offizieller Darstellung der Regierung handelte es sich bei dem Vorfall um einen Wetterballon, der in der Nähe von Roswell, New Mexico abstürzte. Viele Menschen glauben jedoch, dass der Absturz tatsächlich auf ein außerirdisches Raumschiff zurückzuführen ist, das vom US-Militär geborgen wurde. Der Vorfall begann im Juli 1947, als ein Rancher namens Mac Brazel seltsame Trümmer auf seiner Schafweide in der Nähe von Roswell entdeckte. Er meldete den Vorfall den örtlichen Behörden, die den Ort untersuchten und einige der Trümmerteile einsammelten. Die Trümmer wurden anfangs als leichtes metallisches Material beschrieben, wie man es noch nie zuvor gesehen hatte. Einigen Berichten zufolge wiesen die an der Absturzstelle geborgenen Trümmer seltsame, hieroglyphenähnliche Markierungen auf. Zeugen behaupten auch, an der Absturzstelle außerirdische Körper gesehen zu haben, die zur weiteren Untersuchung in die Area 51 gebracht wurden. Die offizielle Erklärung des Militärs lautete, dass die Trümmer tatsächlich zu einem streng geheimen Überwachungsballonprojekt namens Projekt Mogul gehörten. Nach dieser Erklärung stammten die Trümmer von einem Höhenballon, der zur Überwachung sowjetischer Atomtests eingesetzt wurde. Glaubt ihr, dass es außerirdische Wesen gibt und habt ihr selbst schon einmal ein UFO gesehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.